Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, ein bisschen Ärger auf Kadara zu verbreiten, sag ich mal. Müssen jetzt warten, bis dieser zündet. Und wir müssen uns dementsprechend was anderes widmen. Gott sei Dank hat uns das Spiel in den letzten paar Momenten mit neuen Quests überhäuft, würde ich fast sagen. Wir gucken einfach mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jede Menge, wirklich jede Menge, nicht der Codex, warte, Logbuch, persönliche Quests haben. Schockbehandlung, Dienst, nee. Aya. Bei Sokas Nav-Punkt auf World nach dem verschwundenen Lieferanten suchen? Nein. Wo sind denn die ganzen Leute? Haval? Edison von Haval aus kontaktieren? Das könnte ich eigentlich auch noch machen. Helios-Aufgaben? Mit Sid auf der Nexus treffen? Feuerwehr? Zuflucht der Hacker auf Kadara reisen? Eine Gruppe zur Zuflucht der Hacker auf Kadara reisen. Können wir natürlich machen mit Don auf dem Wohnviertel. Moment mal. Zur Zuflucht der Hacker auf Kadara reisen. Wo soll das denn bitte sein? Kadaras Lösegeld. Das geht ja im Moment noch nicht. Wo sind denn die ganzen persönlichen Aufgaben? Verbündete? Da. Über die Cat warten. Ich wollte ja jetzt eigentlich... Komm, wir machen zuerst das. Ich habe da jetzt eher Bock drauf. Darauf hatte ich mich eigentlich schon so eingestellt gehabt, liebe Freunde. Dann werden wir das nochmal machen. Und ich habe eben, wo ich mich hier ins Game gelockt habe, wieder gemerkt, ich habe eine ALP. Fehlschlag. Tolle Wurst. Nein. Nein, nein, nein. So. Ich würde sagen, dann helfen wir mal Vetra ein bisschen aus. Bin mal gespannt, wo da der Schuh drückt. Beziehungsweise bei ihrer Schwester. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Ich würde aber auch gerne die Feuerwehr machen, ne? Aber wir kommen ja eh nochmal zurück. Schließlich müssen wir Kadara noch besiedeln. Clusteransicht. Da. Ist aber wirklich sehr weit entfernt. Immer weiter. Sehen Sie sich diese Werte an. Dieses System ist wunderschön. Absolut. Das ist ein Sternenkindergarten. Hier draußen werden Sterne geboren. Was? Mit sowas kann ich doch nicht umgehen. Komm, wir schauen uns mal die einzelnen Planeten an. Schadet ja nichts. In diesem Sternenkindergarten. Hat schon irgendwie was mit diesem Ring vom Saturn. Hm.
Tja. Gibt aber scheinbar nichts Interessantes auf diesem Planeten, leider. Dann mal nach Nunduri. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Interessantes. Aber vielleicht bildet sich hier auch gerade dieser Saturnring. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Das ist eine Vulkanlandschaft. Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Was ist das? Profil. Also aktive Vulkanstätte. Schichtvulkan mit aktiver explosiver Eruption. Lavazusammensetzung. Andesit-Fluss mit unbekannten Materialien. Es gibt auf Nunduri viele Eruptionen, aber dieses besonders gewaltig und könnte neue Erkenntnisse über die Geologie des Planeten bringen. Mhm. Die ist mir nämlich auch schon direkt aufgefallen. Die hat man schon von weitem gesehen. Aber da kann man nicht landen, oder? Nein. Nein, nein. Landen ist nicht drin. Komm, dann machen wir noch das. Dann haben wir dieses System ja auch komplett hier durchforstet. Jetzt fliegt mir nicht durch die Sonne. Heiß. Dann haben wir hier einen Mond. Zu wem will ich denn? Anomalie auf den Sensoren. Was ist das denn für ein Krater? Sonde gestartet. Wir haben einen Krater. Und? Hochgeschwindigkeitseinschlagkrater. Mineralienvorkommen kommen. Element Zero. Dieser uralte Einschlagkrater enthält Spuren von radioaktivem Material, Element Zero, und Metalle, die von Natur aus nicht auf dem Planeten vorkommen. Ja du, ne? Ich liebe sowas. Die einfachsten Sachen und damit dann richtig schön punkten. Das ist doch mein Metier. Hm. Gehen wir aber jetzt mal zu dem. Falls es vielleicht nachher, ich sag mal, im Hintergrund, wenn man irgendwie was Regen, Gewitter und Co. hören sollte. Es sieht draußen nicht gerade gemütlich aus. Okay. Da. Eine neue Welt. Hä, eine neue Welt? Ja. Ja, mit der Bewaffnung war ich eigentlich ganz zufrieden, würde ich sagen. Haben wir was Neues gekriegt? Ich würde mal fast sagen, nein. Hm. Der Helm sieht einfach so hässlich aus, ne? Aber er ist halt einfach so gut. Von den Werten her. Wow. Sehen Sie sich das an. Die Geißel hat hier ganz schön gewütet, was? Und das sollte die Heimat der Turianer werden. Jetzt haben die Exilanten hier das Sagen. Die kosmische Strahlung ist enorm hoch, Ryder. Sie müssen im Nomad bleiben. Was nutzen diese schicken Anzüge, wenn sie die Strahlung nicht abhalten? Unter normalen Umständen tun sie das durchaus, aber das Magnetfeld dieses Planeten wurde gestört, als er zerbrochen ist. Es gibt keinen Schutz vor kosmischer Strahlung, die einen auf molekularer Ebene zerfetzt. Dann bleiben wir wohl besser im Nomad. Landungstriebwerk gezündet. Viel Glück, Ryder. Heidewitzka. Das Ding kann man aber nicht besiedeln, oder? Das wäre jetzt schon echt merkwürdig.
Reisen, eine neue Welt. Die Gravitation ist niedriger als sonst, Pathfinder. Gil sagt, sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie versehentlich Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Der Nomad sollte die niedrigere Gravitation kompensieren. Bis zu einem gewissen Grad. Was ist das? Da unten? Juhu! Jabadabadu! Oh, das macht schon irgendwie Spaß. Ich fühle mich hier wie so ein Flummi. Was ist das? Eine Bergbaukuppel, Pathfinder. Sobald sie im Inneren sind, müssten sie den Nomad verlassen können. Und was ist mit dieser irrsinnig hohen Weltraumstrahlung? Die Struktur der Kuppel verhindert das Eindringen kosmischer Strahlung. Gute Arbeit! Exzellent! Oh oh! Schade! Reicht nicht bis da! Okay! Ein sehr rauer Empfang, würde ich fast sagen. Callow hatte recht. Hier sind überall Exilanten. Was wollen sie an diesem Ort? Ihr Inventar ist voll. Pathfinder, ich orte in der Nähe ein Datenpad. Es könnte uns Antworten liefern. Ich habe ein Problem. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt. Ich habe ein Problem. Finder. Zerlegen. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal ganz kurz zurück. Auf die... Ach, wie heißt es hier? Auf die Nexus müssten wir nochmal. Wir müssen dringend nochmal verkaufen. Da, 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 da. Behälter. Bisschen nachtanken, ja. Ausstattung. Universalgel. Alles nehmen. Datenpad. Es gibt hier zwar jede Menge Helium-3-Erde, aber ich glaube, wir werden sie recht schnell aufbrauchen, wenn wir hier fertig sind. Kehren Sie zur Basis zurück. Krex lagert das Zeug mit dem Rest. Falls Sie den neuen Zugangscode noch nicht haben, er lautet 63 und. Sie fördern Helium-3? Die Hauptkomponente bei der Herstellung von Shuttle-Treibstoff, Pathfinder. Es kann außerdem zu hochwirksamen Sprengstoffen verarbeitet werden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Exilanten mit Sprengstoff. Wir müssen in diese Basis. Ja, komm, machen wir der das mal so. Der beigefügte Zugangscode ist nur ein Fragment. Die Daten hier deuten jedoch auf weitere Bergbaukuppeln hin. Ich habe Ihrer Karte die Standorte hinzugefügt. Wo war jetzt nochmal unser Schiff? Ich glaube, irgendwo da waren wir. Ich muss nochmal mich um mein Inventar kümmern. Das habe ich leider die letzte Zeit versäumt. So, ja, ich glaube, von hier kamen wir her. Njo. Schwupp. Wir gleiten. Hui. Ich fliege. Naja, eigentlich nicht. Ah, egal. Na? So. Ja, wenn ich aussteige, bin ich tot.
Und jetzt, Pathfinder? Wir müssen noch mal zur Nexus. Ich habe es leider versäumt, den ganzen Krempel zu verkaufen. Eigentlich muss ich auch nicht zurück zur Nexus. Hallo. Ich müsste einfach nur irgendwas finden, wo ich verkaufen kann. Die Jagd auf den Archon, nein, Cora Harper, ja, ach komm, wir fahren zur Nexus. Wir fliegen zur Nexus. Was will man denn machen? Na na ni, na 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 na. Nexus. Das sehen wir schön. Kann ich gleich mal gucken, ob wir noch was auf der Nexus machen müssen. Wenn ja, wäre es gut, wenn wir das schnell erledigen. So krass, wie klein die Nexus doch ist, ne? An Bord. Let's go. Passt doch perfekt. Und dann geht's gleich wieder zurück auf den Planeten. Pathfinder, hier spricht Captain Dunn. Es gibt da eine Situation, bei der ich Ihre Unterstützung brauchen könnte. Ich möchte nicht auf offenen Kanälen darüber reden. Kommen Sie bitte zu mir auf die Brücke der Imperium, sobald Sie können. Okay. Wir verkaufen aber erstmal. Ist keine Top-Qualität, aber unsere mein Auge juckt. Alle Bergungsgüter verkaufen. So. Handel zurücksetzen. Handel bestätigen. Meine Objekte. Guckt euch das mal bitte an. Alle auf Stufe 1. Wo zum Teufel ist das bitte? Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Gesamtgewinn. So. Weg damit. Oh. So, ich brauche Platz im Inventar, liebe Freunde. Ja, der Problemlöser. Könnt ihr euch noch an diese Waffe erinnern? Oh. Als wäre es gestern gewesen. Martok, Universalklinge. Ich glaube, ich habe eben einen Fehler gemacht. Panzerungsmodul. Wir kaufen erstmal das. Reliktkern. Dechiffrierungsschlüssel. Tja. Ich weiß nicht, ob ich den gerade anhab oder nicht.
Rucksack. Aber dieses ganze alte Zeugs, ey, das muss mal weg. Wie viel ich von dem Zeug hab. Ich glaube, gefühlt.